Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Overcooked 1 im DLC The Lost Morsel. Und die Stimme, die ihr da hört, die ist natürlich von dem Mann, der sich den Kochtopf unheimlich gerne auch im Kopf steckt. Hallo Gorilla. Hallöchen Leute. Ich finde es auch jedes Mal einen anderen tollen Spruch für mich. Das finde ich genial. Ich fühle mich geehrt dadurch. Ja. Werd nicht einfach nur abgestempelt mit dem gleichen Spruch. Nee, nein. Du machst dir jedes Mal was Neues. Ich habe auch noch ein paar. Jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass die Entwickler auch noch neue Level rausbringen. Ja, hoffentlich. Bitte. Bitte. Weil Level 1.6 wird wahrscheinlich jetzt das letzte sein in diesem DLC. Wir hoffen natürlich nicht. Ja, doch, war ein ganz kleines DLC. Hat auch nicht viel Geld gekostet. Aber es ist immerhin für ein Spiel, was ja eigentlich gar nicht mehr unterstützt wird, nochmal ein DLC rauszuhauen, fand ich eine genial. Geile Nummer. Und ich finde es deswegen so genial, weil, ich habe es ja schon mal gesagt, wir dann auch mal zusammen was aufnehmen. Nebeneinander, in Person und das in Zeiten von Corona. Genau. Das wäre nur schön, wenn du deine Hand an Joystick steckst und nicht. Der ist am Joystick. Ja, aber am falschen. Aber nicht. Ach, oh. Ja, nee, komm, nee. Dann weiß ich auch, warum hier meine Figur die ganze Zeit nicht reagiert. Sag das doch direkt. Aber du komische Geräusche hörst wie. Na klar. Warum sehe ich da vier Köche? Also. Eigentlich sieht man ja immer doppelt mit seinen Augen, nur das Gehirn macht daraus ein Bild. Komischer Spruch. Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Als hätte ich den heute, aber ich habe nur doppelt gesehen. Ja, Alkohol, hast du doppelt gesehen. Ja. Ich bin hier oben. Leicht irritiert. Wir brauchen Teig, Tomate, Käse. Teig. Also wir haben nur ein Schneid. Also es ist ja erstmal wieder Findungsphase, ist ja klar. Ne? Wir müssen uns hier an der Engstelle nur absprechen. Teig, Tomate. Ich leg dir Käse hin. Dann kannst du den auch noch hacken und drauflegen. Dann kannst du ja schon mal auf den Teller nehmen und da oben Ich pack den jetzt weg, du hackst wieder. Ja, ich hab dir den da oben hingelegt. Genau, und du hackst wieder. Ich leg dir alles so weit hin, was du hacken musst. Käse muss da Käse drauf, da muss auch Käse drauf. Was ist denn für eine fette Fleischwurst? Die ist aber auch neu, oder? Mmh. Salicha. So. Hallo? Hallo? Hast du es gesehen? Hast du nichts gesehen? Der Ofen ist weg. Der Ofen ist von oben nach unten. Aber wo ist mein Schneidbrett? Digga, warum krieg ich hier nichts raus? Wo ist denn mein Schneidbrett? Dein Schneidbrett? Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist bei mir hier drüben. Was ist das denn? Du hast da die Tomaten draufgelegt? Ich habe gar nichts gemacht. Hier, kannst du dann. Ich muss es in den Ofen legen. Leg es mir hier drauf. Hier verschwindet alles und geht irgendwo anders hin. Was ist denn hier los jetzt? Oh Mann. So, wo haben wir denn jetzt hier Teig? Teig muss gekloppt werden. Leg mir ja mal oben alles hin, was ich hier kloppen muss. Was brauchen wir denn? Tomate. Der Ofen geht übrigens woanders hin. Ich brauche einen Teller. Pilze und Käse. Wow. Wo ist denn das Schneidbrett? Das Schneidbrett ist jetzt unten links. Unten links? Leg dir alles hin. Wo? Hast du da was draufgelegt? Es ist ja verschwunden. Was soll ich denn machen? Ach, du bist aber... Schneid jetzt da drauf und heul hier nicht rum. Ich spül so lang. Mann, ey. Jetzt konzentrier dich auch mal. Mein Gott, du machst aber auch nur Ektik. So, ich bring das Ding jetzt in den Ofen und du machst irgendwas anderes. Ich kann ja mal hier Gericht. Sowas... Ich leg dir schon mal wieder was zum Hacken dahin. Ich leg dir nichts zum Hacken hin. Ich hack hier oben mal weiter. Du hast den Teller einfach mal mit hochgenommen. Ja, okay, gut. Ja, ich hole dann mal. Was muss denn da drauf? Ich glaube, jetzt ist Tomate, ne? Und Käse und Wurst. Ich gebe dir eine Wurst. Ja, sehr gerne. Und Käse gebe ich dir auch. Käse ist ja sowieso immer drauf. Und dann lege ich dir schon mal für das nächste Gericht wieder was hin. Genau, den tue ich dir rein. Upsala. Die Pizza, ne? Die kannst du mir übrigens auch mal ohne Teller da einfach fertig machen. Ich lege dir wieder hin. Käse. Ja. Das und Pilz. Pilz muss mit drauf. Hier ist nämlich eine Veggie. Veggie-Fungi. Wo ist denn das Teller? Das Schneidbrett kommt wahrscheinlich hier raus, ne? Ich habe keine Ahnung mehr. Da unten brennt was? Ja, ich hol schon raus. Pack's hier auf den Teller, der hier oben ist. Hier brauchen wir. Ja, darfst du. Hau mich einfach um, ist gar kein Problem. Ich putze einen Teller. Kannst du das mal in den Ofen bringen, bitte? Ist im Ofen. Sehr gut. Dann gehe ich mal eine Runde spülen. Du musst wieder das nächste Gericht fertig machen. Das muss noch rein. Au. Tomate. Leg dir nochmal was hin. Genau. Du gibst mir wieder an. Ich geb der Ofen ist gleich heiß. Ja. Soll der Ofen mal heiß werden? Warum werde ich denn eigentlich nicht heiß? Was soll denn das hier? Na, du machst das jetzt woanders wieder fertig, auch okay. Alter, ich bin festgebackt, ich bin festgebackt. Wow, guter Move von dir. Ja. Hier noch der Pilz, bitte. Wo ist denn der? Herr Fussel, konzentrieren Sie sich bitte, wie Sie hier alles anstecken. Ich hab den Pilz nicht gesehen, weißt du? So, du machst direkt das nächste Gericht, ich bring's rein.
Ich kümmere mich um den Teller. Was ist das nächste? Nur Tomate Pizzeria, ja, ne? Ja, genau, so eine Margarita. Nur eine Pizzeria. Mach mal bitte die Pizzeria fertig. Geiler Typ. Junge, hol die Pizza da raus. Mann, 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 da war aber noch just in time. Ist doch egal. Ja, ja. Ach, wir waren schon fertig. 90 Punkte, Hasi, das ist doch nicht so viel, ne? Das ist überhaupt nicht viel. Oh, das kann ein schweres Level werden, mein Lieber. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber neun Koch. Ja, den haben wir schon. Aber den haben wir in Overcooked 2, weißt du? Ja, das ist es nämlich. Drück okay. Ich drück okay. Oh, da wüsste ich jetzt aber auch keine Taktik. Na, weil das alles verschwindet, also... Ich gehe nach oben schneiden, ja? Okay, ich gebe dir alles an. Number 1, Number 2, Number 3 and Number 4. Genau, leg das alles schön dahin, ganz genau, ganz genau. Nimm das und ich habe dir schon mal den Teig dann direkt für die nächste Pizza dahin gelegt. Und das Grundrezept ist ja eh immer gleich. Legen wir das einfach nur auf die Pizza und dann fangen wir an zu schneiden. Genau, ich mache dir schon mal nochmal die Wurst hier hin. Nicht hinkacken. Nee, bitte nicht. Sehr gut. Ich kümmere mich darum, dass das jetzt hier direkt verkauft wird. Ein bisschen Glück, ne? Leg drauf. Ist nicht schlimm, ich leg's dir hier hin. Da kannst du das nämlich unten in den Ofen jetzt gleich packen. Und ich leg hier schon mal alles für dich rüber für die nächste Pizza. Licht im Ofen? Ja, lass mich durch. Naja, hier ist Käse. Hier ist der Teig. Innen verschwindet ja nichts, das ist der Vorteil. Und dann kommt der nächste Batzen für den nächsten Teig. Unten ist... Ja, die Pizza ist fertig. Geil ist auch, dass du mit dem Teller die Pizza nicht rausholen kannst, sondern die Pizza rausnehmen musst und dann... Ne? Ja. Verstehst schon. Hier ist der nächste. Einer ist schon fertig für den Ofen. Einer Ofen. Ja, guter Call, guter Call. Ist wichtiger. So, ich spül schon mal wieder. Nächste ist fertig. Ich koch schon mal. Ich mach schon mal die nächste Pizza fertig. Ich hol die eine raus. Da oben ist eine, dann kannst du die gleich wechseln. Zack, was hat die nächste? Nur einen normalen Move. Nur, ne? Alles normal. Sehr gut. So, ich habe gespült. Ich brauche einen Teller. Der Teller ist hier unten. Den nehme ich mir mit hier hoch. Pack den schon mal hier in die Mitte. Du machst die nächste Pizza fertig. Nächste Pizza ist fertig? Ja, ich pack den in den Ofen. Du machst die nächste Pizza fertig. Die nächste ist mit Wurst, ne? Ja. Ganz genau. Die nächste Pizza ist mit Wurst, boah, die kann ich schon fast wieder verkaufen. Du gehst ja richtig ab, hör mal. das knapp. Ist so ein Assi. Alter, war das knapp. So, verkaufen. Ich muss wieder spülen. Und während ich gespült habe, bist du schon wieder mit der nächsten... Ich leg dir das hier oben hin, dann kannst du schon hacken. Sehr gut. Ich leg dir schon mal wieder was für die nächste Pizza hin. So, ja, nächstes fertig. Kann in den Ofen? Ja, mache ich. Du musst ja den Rest selber holen, aber hack erstmal. Ich hack dir, leg dir den Rest hin. Ist eine Fungi. Hier ist. Ich spüle den nächsten Teller. Die zittert da oben schon. Wir sind zu langsam. Krieg ich hin. Irgendjemand hat hier den Feuerlöscher genommen zum Würzen. Soll ganz lecker sein. Pizza ist fertig. Oh, wo kommt der Ofen? Ich weiß nicht, wo der Ofen landet. Wo ist er denn? Der Ofen ist weg. Ah, hier unten. Okay, Schneiderbrett ist oben rechts. Ich trage mit dir rüber, damit du schneiden kannst. Ja? Legst mir einfach unten hin. Genau, richtig. Perfekt gemacht. Oh, die nächste. Lacht, wenn wir... schneller wüsste ich nicht, wie es gehen soll. Wir sind schon wieder im Verzug. Ist nicht schlimm. Au! Wow! Das war jetzt unfair von dir. Das war... Gut, nicht beabsichtigt, ich weiß. Das war hier oben, Pilz zum Schneiden. Du hast schon Pilz sauber. Ist ja alles schon da. Naja, Pizza ist fertig, kann raus. Ich leg den Rest rein. Hol den normalen Teig. Ich hol dir Käse. Ich hol dir das. Dann ist es das auch. Das ist jetzt einfach die nächste. Schneidbrett geht hier rüber. Ja. Das ist jetzt einfach die nächste Pizza. Die nächste ist einfach. Leg mir die einfach oben wieder hin, genau, richtig. Ich hole das Gericht raus. Ich bring's weg, verkaufe, sehr gut. Du machst das da fertig, sehr gut. Ich spüle den Teller dafür. Pizza ist fertig? Ja, ich leg rein. Du holst dir die nächste Pizza. Oder den nächsten Teig. Ich leg den Rest wieder rüber. So. Hier oben. So, das ist das nächste Gericht. Mit Wurst wird das nächste sein. Warum sind wir denn so lahmarschig? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Boah, Alter, wie sollen wir das denn schaffen? Die schaffen wir gar nicht zu Ende zu kochen. Bei 178 Punkte, ich weiß nicht ab... Also wir haben auf jeden Fall 2 Sterne. Ja! Nein! Puh.
Gut, da musste ich mal kurz aufstoßen. So geil fand ich das jetzt. Schön rülpsen, mein Freund. Schön rülpsen. Das ist dann wieder nicht so geil, wenn wir nebeneinander sitzen und du das riechen musst. Das tut mir auch ein Stück weit leid. Oder Monokel drin. Das ist aber ein das sehr... Das ist ja hochherrschaftlich. Heute wird hier anständig gekocht. Wir zelebrieren dieses leichte Mal. Sehr deliziös. Was leichte Überheblichkeit. So, wir haben es geschafft. Nein, das ist das geil. Nee, ja, schade, ne? Schade, aber auch geil. Quatsch der Zwiebelkönig nochmal mit uns. Ich glaube nicht. Das verdammte Zeitportal spinnt schon wieder. Hat er gerade schon gesagt, beim Einstieg. Sieht so aus, als hätte er uns etwas weiter zurückgebracht. Also fangen wir jetzt wieder ganz von vorne an. Ihr seid voll Spacken. Ich habe gesehen, wie ihr kocht. Ihr könnt nichts. Ja, da ist nix, ne? Nee. Kein Ende, kein Abschluss? Vielleicht ein bisschen schade, aber wie du schon sagst, es ist halt ein nett gemeintes DLC, das nochmal hinten rangeworfen wurde, wo auch wahrscheinlich ein bisschen Liebe reingesteckt wurde. Man fliegt mehr nicht mit dem Helikopter. Wann durften wir das mal in Overcooked machen? Eins oder zwei? Noch ja, nie. Aber der Baitbus war ja auch nicht schlecht. Stimmt. Den fand ich auch immer klasse. Auch nett fand ich eigentlich das Boot. Also ich meine, der Bus hat sich ja immer in das Boot verwandelt, ne? Ja. Fand ich auch immer mit so seinen schön. Fetten Schwimmreifen. Ne? Ja. Aber ist halt schade, weil es gibt keinen Abschlussstory und es gibt auch keine 4 Sterne. Nee, obwohl 4 Sterne bin ich ja immer froh drum, wenn es die nicht gibt, weil dann fühle ich mich auch nicht so da gezwungen, das zu machen. Ja, wir haben die ja nie gemacht, weißt du, weil du ja immer hier sitzt wie so ein... Es hat einen Grund. Die sind einfach nicht menschlich. Ja, aber da müssen wir halt übermenschlich werden. Ja, ich weiß genau, worauf sie hinaus wollen. Genau. Ja gut, dann ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Ist ein bisschen kurz, das stimmt, aber wir waren halt schneller als erwartet. Wir waren einfach gut. Ja, müssen wir leider so zugeben. Machen wir nicht gerne, nein. Aber... Das ich wollte gerade sagen, mache ich gerne. Wir sind ziemlich geile Säue. Ja, da müsst ihr durch. Und weil wir das sind, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Drückt den Abo-Button, knuddelt den die Glocke. Ja, und dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass euch dieser kurze Ausflug nochmal in das alte Overcooked 1, gefallen hat. Guckt auch gerne Overcooked 2, das Let's Play. Da sind ja etliche Folgen, weil da haben wir uns durch alle DLCs gekämpft, die bis jetzt auf den Markt gekommen sind. Und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns gerne zu einem weiteren Let's Play hier auf unseren Kanälen. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.